Amerikas beste Forellenflüsse kommen aus den Bergen, hoch aus den Rocky Mountains. Wenn mit der Frühlingssonne der Schnee auf den Gipfeln zu schmelzen beginnt, nehmen Millionen kleiner Rinnsale ihren Weg die Hänge hinunter. Nach und nach vereinigen sie sich zu kleinen Bächen, die über Felsen stürzen und manchmal schon Forellen enthalten. Wenn das Schmelzwasser das Tal erreicht, ist aus den Millionen Rinnsalen ein ausgewachsener Fluss geworden. Dieser Fluss windet sich langsam durch Wiesen, immer wieder gespeist von sprudelnden, kühlen Quellen. Er fließt rascher über Kiesbänke, wo die Unterwasserinsekten Nahrung und Unterschlupf finden. Diese Nymphen, wie man sie nennt, bilden die Hauptnahrung der Forellen und die Grundlage des Flugangelns, denn das sind die Insekten, die unseren künstlichen Fliegen als Vorbild dienen. In jedem Frühjahr und Sommer, zu einer bestimmten Zeit, vollzieht sich mit der Nymphe ein erstaunlicher Wandel. Sie kommt zur Oberfläche, kriecht auf einen Stock oder Stein und verwandelt sich von einem schwimmenden Unterwasserlebewesen in ein flugfähiges Insekt. Diese Insekten, im Wasser geboren, kehren zum Wasser zurück, um ihre Eier abzulegen. Und wenn sie auftauchen oder zum Fluss zurückkehren und hilflos in der Strömung treiben, werden sie eine leichte Beute der Forellen. Diesen Zeitpunkt muss der Flugangler abpassen. Er muss herausfinden, welche Insekten die Forellen gerade fressen und eine entsprechende Nachahmung wählen. Eine solche Fliege in Hakengröße 16 ist sehr erfolgreich in den Rocky Mountains. Um die Forellen zu überlisten, muss sie an ein fast unsichtbares Vorfach von 2 Pfund Tragkraft geknüpft werden. Mitten unter den zu Tausenden auf dem Wasser treibenden Insekten muss der Angler seine einsame Kunstfliege so echt anbieten, dass ein Fisch darauf hereinfällt. Kaum zu glauben, aber es klappt. Wenn ein Angler mit solch einer kleinen Fliege und dünnen Schnur eine Forelle hakt, braucht er, selbst bei kleinen Fischen, viel Können, um sie zu drillen. Der Fisch wird alles versuchen, um freizukommen. Und nur ständiger, sanfter Druck kann ihn ermüden. Der Drill dieser Forellen ist aufregend. Denn die herrlichen, kämpferischen Fische sind stärker, als ihre Größe vermuten lässt. Erst wenn ihre Kraft verbraucht und ihr Kampfgeist gebrochen ist, kann man sie keschern. Ich bin froh, dass viele Flugangler heutzutage ihre Fische wieder zurücksetzen, damit später auch andere Angler sich mit ihnen messen können. Wenn die Insekten schwärmen, steigen auch die großen Forellen. Sehr, sehr vorsichtig zwar, aber mit einem sauberen Wurf und einer täuschend ähnlichen Fliege lassen sich selbst Kapitale überlisten. Manchmal. Ein guter Angler versucht beim Drill die Schnur kurz zu halten, um den Fisch besser kontrollieren zu können. Ja.
Mit der federleichten Rute dämpft er die plötzlichen Sprünge des Fisches und gibt sofort Schnur, wenn der Fisch lange Fluchten macht. Wenn der Fisch sich festsetzt, wechselt der Angler den Standort, um seinen Gegner durch Druck aus einer anderen Richtung zur Fortsetzung des Kampfes zu bewegen. Die meisten großen Bachforellen waren schon einmal am Haken und haben ihre geheimen Fluchtburgen. Äste in oder knapp über dem Wasser zum Beispiel, wo sie es schon mehr als einmal geschafft haben, die Angelschnur zu verwickeln und zu zerreißen. Wenn es dem Fisch gelingt, dahin zu flüchten, hat er gewonnen. Es sei denn, der Angler kann mit seiner kurzen Fliegenroute dem Weg des Fisches unter das Hindernis nachfolgen und den Kampf auf der anderen Seite im offenen Wasser wieder aufnehmen. Eine 100 Gramm schwere, 1,80 Meter lange Fliegenroute kann, wenn man sie richtig zu benutzen weiß, jede Flucht, jedes Ausweichmanöver des Fisches abfangen. Aber selbst wenn der Angler den Fisch schon ganz nahe herangedrillt hat, ist die Gefahr, ihn zu verlieren, noch groß. Der winzige Haken kann seinen Halt im Maul des Fisches verlieren. Und das Vorfach muss bis zum Äußersten strapaziert werden, um den Fisch über den Kescher zu bringen. Es gibt eine Redensart unter amerikanischen Anglern, dass ein guter Sportfisch zu wertvoll ist, um nur einmal gefangen zu werden. Und ein Flugangler, der seine Beute ja nur leicht im Maul hakt, kann jeden Fisch, selbst einen großen, jederzeit zurücksetzen zum Nutzen anderer Angler. Immer häufiger verdanken Angler ihre Fänge den Kollegen, die die Fische schon einmal gefangen, aber wieder freigelassen haben. Sag mal, ist das eine weiße Motte? Scheint mir reichlich groß für Forellen. Stimmt, sie ist auch für Lachse gedacht. Die nehmen die gleichen Muster, aber meist ein paar Nummern größer. Unterscheidet sich das Lachsfischen von dem auf Forellen? Allerdings, die Forellen in den Flüssen nehmen regelmäßig Nahrung zu sich. Die Lachse kommen zum Laichen dorthin, so vollgestopft mit Futter, dass sie keins mehr brauchen. So voll Energie, dass sie eine Fliege nehmen, wie ein kleiner Junge eine Blechdose wegkickt, nur so aus Jux. Vielleicht auch aufgrund einer Erinnerung. Das wissen wir nicht genau. Und es ist schon eine Kunst herauszufinden, auf welche Fliege die Lachse beißen, denn eigentlich brauchen sie ja gar keine zu nehmen. Zum Lachsangeln benutzt man etwas größere Fliegen und dickere Schnüre. Aber man kann die gleiche leichte Rute verwenden, um das Angelerlebnis bis zur Neige auszukosten. Die Lachse sammeln sich oft in Schwärmen vor Stromschnellen oder Wasserfällen, um den richtigen Wasserstand abzuwarten, der es ihnen erlaubt, ihren Weg durch das Wildwasser und über das Hindernis fortzusetzen. Diese Fische sind zurückgekehrt in die Flüsse ihrer Geburt, nach einer Seereise von Tausenden von Kilometern. Sie haben einen Energievorrat gespeichert, der sie für fast ein Jahr ohne jede Nahrung auskommen lässt. Es wäre leicht, einen dieser Fische zu speeren oder eine Nassfliege unter sie sinken zu lassen, die Schnur hochzureißen und einen Lachs in der Flanke zu haken. Aber der Reiz des Lachsangelns liegt darin, seine Instinkte zu wecken und ihn zum Zubeißen zu veranlassen. Manchmal zeigen sie Interesse und kommen genau neben der Fliege hoch. Und das gibt dem Angler, der oft tagelang ergebnislos fischt, neuen Mut. Es ist ein Geduldsspiel, aber viele Angler können gar nicht genug davon bekommen. An manchen skandinavischen Flüssen muss man bis zu 10.000 Mark pro Woche bezahlen für das Angeln auf einen Fisch, der selten genug und eigentlich ohne Grund den Köder nimmt. Wenn ein Lachs seine normale Position verlässt und hochkommt, um die Fliege zu begutachten, hat der Angler sein Interesse geweckt. Auch wenn er sie jetzt noch nicht nimmt, können wir hoffen, dass es bei einem der nächsten Würfe passiert.
Und wenn er dann zuschnappt und in voller Fahrt davonschießt, dann hat man alle Hände voll zu tun mit einem der schwierigsten und aufregendsten Fische überhaupt. Der Lachs taucht in das brodelnde Wasser des Gumpens. Dann bricht er aus in eine Reihe herrlicher Sprünge, die das Vorfach zu zerreißen drohen, die Rolle heiß laufen lassen und die Fliegenrute zum Halbkreis biegen. Die Energie, die er für seine monatelange Reise gespeichert hat, gibt ihm eine Wildheit und Geschwindigkeit, die ungleich höher sind als die der Fische, die ihre geringere Energie durch tägliche Nahrungsaufnahme ergänzen. Der Lachs lebt im tiefen, offenen Wasser. Er ist ein Fisch des Meeres geworden, wo es keine Verstecke gibt. Ein Fisch, der überlebt, weil er schneller schwimmt und höher springt als seine Feinde. Lachse suchen im Drill keine Verstecke, wie Forellen. Sie tragen den Kampf offen aus. Ich habe in Neufundland und Labrador einige große Lachse gefangen, die ich nie vergessen werde. Ich glaube, ein Angler kann besonders stolz sein, wenn er seinen Fisch selbst landet. Man braucht keinen Kescher, wenn man den richtigen festen Schwanzwurzelgriff beherrscht. Er wird dadurch kurzfristig betäubt, so dass man ihn ans Ufer tragen kann, selbst wenn er mehr als 30 Pfund wiegt. Würdest du Meeresfische mit Bachforellen und Lachsen vergleichen? In den letzten 10 Jahren sind viele Flugangler ans Meer gewechselt, weil unsere Seen und Flüsse zunehmend stärker befischt und auch schmutziger werden. Und Meeresfische sind tolle Kämpfer. Einer der wildesten unter ihnen ist der Tarpon. Und mit die besten Fanggründe für diesen Riesenhering sind die Flachwassergebiete vor Florida. Man hält die Fliege in der Hand. Die Schnur liegt in losen Schlingen bereit zum Wurf, sobald ein Tarpon in Sichtweite kommt. Diese Fische sind scheu. Der Wurf muss genau sitzen, die Fliege sanft landen. Es sind Augenblicke höchster Spannung, wenn so ein 100-Pfünder auf die Fliege zuschwenkt, sein Maul öffnet und zupackt. Er verbraucht viel Kraft mit seinen meterhohen Sprüngen, aber sie müssen sich auf einen langen, langen Kampf gefasst machen. Lee, there comes a shark. Over there. Hey, da kommt ein Hai da drüben. Normalerweise schwimmt ein Tarpon jedem Hai davon. Aber wenn er durch eine Angelschnur gebremst wird, kann der Hai ihn einholen. Der Tarpon hat keine Chance mehr. Es sei denn, der Angler entschließt sich, die Schnur abzureißen und ihn zu befreien. Da schwimmt er. Ein Sportangler verliert lieber den Tarpon, als ihn einem Hai zu überlassen. Ein Führer ist wichtig beim Tarponfischen. Und Blinkerfotograf Stu Apes ist einer der Besten. Aber sie müssen bereit sein zum Wurf, wenn er sie an einen Fisch heranstarrt. Es ist harte Arbeit für den Bootsführer, im Drill an einem flüchtenden Tarpon dran zu bleiben. Bei einer Flugrolle ohne Bremse müssen Sie mit dem Finger die Umdrehungen der Rolle bremsen. Es ist schmerzhaft, aber wiederum aufregender, als eine Rolle mit einstellbarer Bremse zu benutzen. Thank you.
Auch der Gebrauch einer Einhandflugrute mit kurzem Griff erfordert eine Menge Geschick. Mit so feinem Gerät schwere Fische zu fangen, ist die höchste Herausforderung, die das Flugangeln bietet. Es ist ein tolles Gefühl, wenn Sie merken, dass die Fluchten des Fisches kürzer werden und die Nachschnur wieder auf die Rolle zurückkommt. Falls Ihre Fliege fest im Kiefer des Tarpons sitzt, falls Ihr 0,3 mm starkes Vorfach hält, falls Ihre Arme nicht ermüden, werden Sie schließlich den 100-Pfünder nah ans Boot bringen und halten können. Am besten wählt man eine flache Stelle für das Ende des Drills, wo der Tarpon zwar kreisen, aber nicht zu einem Sprung ansetzen kann. Den größten Tarpon, den ich je gefangen habe, wollte ich selbst gaffen. Ich nahm das Gaff, sprang ins flache Wasser und wartete auf ihn zu. Von da an hieß es, der Tarpon und ich allein. Und wenn ich jetzt einen Fehler machte, würde ich den Fisch verlieren, den ich mir so sehnlichst wünschte wie keinen anderen. Es war heiß und ich war müde nach anderthalb Stunden Drill unter der Sommersonne. Ich musste mich beherrschen, nichts zu überstürzen, den Erfolg nicht zu erzwingen, sondern mir Zeit lassen. Mit dem dünnen Vorfach konnte ich den Fisch nicht zu hart halten. Und immer wenn ich glaubte, ich könnte ihn mit dem Gaff erreichen, drehte er unwillig den Kopf und zog wieder weg. Endlich konnte ich das kurze Gaff durch seinen Unterkiefer führen, wo es ihm nicht mehr Schmerzen verursacht als mir mein Zahnarzt und keine dauerhaften Verletzungen hinterlassen würde. Ich hielt ihn hoch, damit Stu ein Foto machen könnte, als Beweis, dass ich einen Tarpon von gut 100 Pfund mit einer Fliege und normalem Gerät gefangen hatte. Dann ließ ich ihn zurück ins Wasser gleiten, zog das Gaff heraus, löste die Fliege. Und er schwamm davon. Tarponangeln mit der Fliege gehört zu den schönsten Angelarten. Ich werde diesen Tarpon und diesen Tag vor der Küste von Florida nie vergessen. That's a neat streamer you're tying. Das ist ein hübscher Streamer, den du da bindest. Wie gefällt dir meine Fliege? Meinst du, sie ist groß genug für Meeresfische? Tja, vielleicht fängst du damit ja einen Tarpon von einem Zentner. Aber sie dürfte sich besser für Fische von 20 bis 30 Pfund eignen. Oder sogar für noch kleinere.
Wenn ich auf große Fische aus bin, nehme ich große Fliegen, so wie diese hier, die ich mal für Segelfische und Marlin gebunden habe. Das ist ja der reinste Seewolf. Kein schlechter Name dafür und verdammt erfolgreich. Wenn Sie rauben, nehmen Großfische sowas genauso gut wie jeden anderen Köder, der Ihnen vors Maul kommt. Ein 100 Pfund schwerer Segelfisch, der auf eine Fliege anbeißt, hat den ganzen Ozean vor sich und einen Kilometer Wasser unter sich, wenn er zur Flucht ansetzt. Anfangs bleibt er an der Oberfläche und springt häufig aus dem Wasser, sodass das Gerät auf eine harte Zerreißprobe gestellt wird. Die Schnur zieht hinter dem Fisch durch die Weite des Wassers und sie zucken jedes Mal zusammen, wenn er springt. Aber sie haben erst richtig Grund zur Sorge, wenn der Segelfisch wegtaucht und ihr Vorfach es einfach nicht gestattet, ihn hochzupumpen. Es dauert oft länger als eine Stunde, ehe sie ihn ermüdet haben und ans Boot ziehen können. Dann muss man ihn so hart wie irgend möglich halten und hoffen, dass Haken, Vorfach und Knoten stark genug sind. Als mein Bootsmann Smitty meinen ersten Segelfisch am Schwert hochzog, da wusste ich, dass ich die Welt des Fliegenfischens endgültig durchmessen hatte. Wir markierten den Fisch, lösten die Fliege. Und sahen zu, wie er davon schwamm.